Boll gegen Hiraya. Spielt sehr, sehr effektiv gegen Abwehr. Ja, da sieht man es. Wird jetzt Schmidt zurückzuspielen. Wenn er agieren muss. Oh, stark. Ja, 0 zu 10. Ins Netz spielen. Oder auch nicht. 11 zu 0, ungewöhnlich für Ball. Ja, die Chance hat er ihm gelassen, aber ja, die Aufregung schafft. Ich glaube, da will er ein bisschen zu viel reinlegen in den Ball. Da. Braucht jetzt die Anfeuerung von seinem. Ja, hier wieder. Er will, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ist wahrscheinlich auch die Aufregung. Schön abgelegt. Und gleich wieder einen Angriff der Gegentopspin. Mit Gefühl. Schöner Ballwechsel. So, was will man sehen? Ah, ja. Ja. Toller Ballwechsel. Ein bisschen Glück, Wechselroller im Ball eingebaut. Ja, das muss dem Spieler jetzt auch definitiv etwas Selbstvertrauen geben. Man hat auch während dem Ballwechsel gemerkt, dass der Spieler einfach auch die Abwehrbälle immer ein bisschen flacher, ein bisschen höher gespielt hat, auch in der Abwehr mehr variiert hat, um den Gegner auch aus der Defensive unter Druck zu bringen. Es ist ja auch so ein Merkmal von ihm, extrem viel Rotation im Ball. Zu 6. Oh, starker Inside auch. Da entschuldigt sich Timo. Gegen einen Abwehrspieler. Der lebt ja von den Fehlern der Angreifer eigentlich. Aber wenn der halt keinen Fehler macht, dann sieht es halt schlecht aus. Und da steht es auch schon 5-0 für den Timo Boll. Nein,
Angaben getan, Fehler macht. Gegner. Ja, Königshilfe. Jetzt wird es noch spannender, noch enger. Ja, und da ist sie, 3-0. Sieg von Boll für großer Business.